Gebäude können spannende Geschichten erzählen, von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem Gebäude auseinandersetzen, vor dem eigentlich nur noch ein ganz kleiner Teil überhaupt sichtbar ist. Es geht um die mysteriöse Ostburg auf dem Großen Waldstein. Der Waldstein ist bis heute ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflüge. Es gibt das Waldsteinhaus, es gibt den Bärenfang, mit dem haben wir uns ja schon mal beschäftigt, es gibt das sogenannte Rote Schloss, die ursprüngliche Westburg. Aber habt ihr gewusst, dass es auf dem Waldstein tatsächlich unweit dieses roten Schlosses sogar noch eine zweite Burganlage gegeben hat? Es ist die sogenannte Ostburg und vor der wissen wir tatsächlich erst seit gut 60 Jahren, dass sie überhaupt existiert hat. Wir wollen uns heute mal nicht unbedingt nur mit dem Gebäude beschäftigen, sondern insbesondere einmal angucken, wie die Geschichtsforschung sich auch teilweise komplett in eine falsche Richtung verrennen kann. Und da dazu müssen wir ein Stück weit das wieder aufgreifen, was wir schon beim Video zum mysteriösen Kloster in Münchberg angeguckt haben. Ihr erinnert euch vielleicht dran, im 19. Jahrhundert gab es ja diese große Theorie, dass das Fichtelgebirge besiedelt gewesen sein soll von Slawen, Wenden und anderen germanischen Stämmen. Diese Stämme, natürlich allesamt heidnisch angeblich gewesen, seien dann im Hochmittelalter, teilweise angeblich schon im Frühmittelalter, christianisiert worden, weswegen Mönche hier heraufgekommen sind, die noch im unter anderem das Kloster in Münchberg gegründet haben sollen. Wir haben ja schon nachgewiesen, dass an dieser Theorie nichts weiter dran ist. Aber Tatsache ist, dass sie auch bei der Erforschung des weidsteins eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Denn in den 1880er Jahren. War der berühmte Münchberger Heimatforscher Ludwig Zapf, auf der Suche nach den Slaven und Wenden im Fichtelgebirge unterwegs. Saph selbst war ein Kind seiner Zeit. Er ist groß geworden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und hat dann eben insbesondere das deutsche Kaiserreich auch miterlebt. Das heißt also, er ist eigentlich erzogen worden in diesem germanen Kult, in Anführungszeichen, der sich damals aufgebaut hat. Und deswegen wurde er davon natürlich ganz begeistert. Insbesondere die nordische Mythologie hat's im Orgedo, also der Glaube an Donar, Fraya, an dieses angeblich Urgermanische, was eben im deutschen Volk vorhanden gewesen sein soll. Und so hat er jetzt gedacht, naja gut, die slawen sind jetzt zwar nicht unbedingt der germanische Stamm, die stammten ja aus dem östlichen Teil des heutigen Europas, aber trotzdem würde das ja vor der Zeit einigermaßen gut passen. Das heißt also, er hat alles einmal in den Topf geschmissen und hat angefangen eine schon fast, ja, wahnmäßige in Anführungszeichen, Konstruktion aufzubauen aus slawischen Siedlern, die am Ende eben teilweise auch den altgermanischen Göttern gehuldigt haben sollen. Und mit dieser These hat er jetzt natürlich genau den Zahn der Zeit getroffen in den 1880er Jahren, weswegen er recht gut damit verdient hat, Bücher da dazu zu schreiben. Unter anderem kam in den 1880er Jahren auch sein sogenanntes Waldsteinbuch heraus. Da drin hat er die Geschichte des Bärenfangs, der Westburg und anderer Bauten eigentlich recht gut erklärt, hat sich aber dann eben sehr stark in diesem germanischen Mythos eigentlich ein Stück weit verrannt. Denn seine These war die, dass natürlich, wenn jetzt das Fichtelgebirge besiedelt worden sein soll von heidnischen Stämmen, diese Heiden auch irgendwo ihre paganen Rituale abgehalten haben müssen. Zapf also suchte nach dem heiligen Bezirk, nach dem Tempelbezirk, der Germanen, beziehungsweise eben eigentlich der Slaven. Wie schon gesagt, das passt von und hinten nicht zusammen, das war ihm aber wascht. Und jetzt ist er also auf dem Walsch, da gedackelt und hat fest überzeugt davon, dass er irgendwas finden muss, auch angefangen zu suchen. Und es ist jetzt eben wieder mal so, ne, wenn ich irgendetwas belegen möchte und quasi nur nach einem Hinweis suche, dass ich recht habe, dann werde ich früher oder später immer was finden, vor dem ich dann mit entsprechender Deutung und hier und her Grischbelei ausgehen konnte, dass das meine Theorie unterstützen wird. So arbeitet man eigentlich in der Wissenschaft nicht, es war aber jetzt nur Ludwig zapp verhältnismäßig wascht. Und jetzt ist er also noch auf dem Wald gegangen und hat festgestellt, aha, unterhalb des Schüsselfelsens, da hat er im Wald eine ominöse Mauerstruktur gefunden. Dort hat er sich das noch mal genauer angeguckt und entdeckte, dass im Inneren dieser Mauerstruktur sogar ein Stein existierte mit Löchern und Rillen an den Seiten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass er davon natürlich sofort begeistert gewesen ist, weil er gesucht hat, das ist der Beweis. Die Slaven haben im Fichtelgebirge ihre heidnisch-paganen Kulte zelebriert und Drumna Vojta war dann quasi ihr heiligen Bezirk. Da gibts dann sogar noch den Stein, den hat er dann am Ende als Altar, als Opferaltar identifiziert. Die Rillen also ein das, wie ich drinnen gewesen sah, damit das Blut der Menschenopfer durch entsprechend schier runterlaufen konnte. Das war natürlich ein kompletter Schmarrn. Ja, also wie schon gesagt, weder waren die Slaven Germanen, das heißt, also, er hat da einfach einmal zig verschiedene Religionen und Kulturen durcheinander gemischt. Und zum anderen war es natürlich jetzt auch nicht so, dass die irgendwelche Menschenopfer dargebracht hätten. Aber das war halt einfach schick, ja, das war sexy damals im 19. Jahrhundert. Und der Zapf hat so schreibe ich das jetzt, so passt das dann auch. Am Ende hat er sich dann sogar in der Lyrik versucht und hat dann irgendwelche seltsamen Gedichte geschrieben, wo er ihm diesen Mythos der germanisch-slawisch-heidnischen Kulte, die es wie schon gesagt nie gegeben hat, äh, ein Stück weit versucht hat, den Menschen dann näher zu bringen mit besonders pathetischen Worten. Also es war vor Anfang bis Ende eigentlich ein Schmarrn. Ne? Aber Ludwig Zapfer, damals Stadtschreiber in Münchberg, er war ein sehr bedeutender Politiker. Darum werden wir uns dann bei Gelegenheit einmal kümmern in einer weiteren Folge. Und er hat demnach natürlich, ja, ja, ein gewichtiges Wort gehabt. Das heißt, die Leute haben gesagt, der Zapf, wenn das schleppt, dann wusste es ja auch stimmen. Und so ist am Ende sogar die Theorie rausgekommen, dass der Name des Waldsteins sich von dieser angeblichen Wallstätte, im Sinne von Wallfahrt, ja, von dieser Wallstätte der Slawen und der Wenden ableiten soll. Und so ist dann also aus dem Wallstein am Ende der Waldstein entstanden. So jedenfalls wollte die Theorie an sich recht rund. Der Zapfer hat dann sogar noch ein paar Scherben gefunden, oder so, die sind auch eindeutig slawisch, weil die äh, Zeichnung da drauf, die Verzierung eindeutig slawischen Ursprungs ist und fertig war die große Theorie. Von 1880 an haben demnach die Menschen geglaubt, dass der Waldstein einer der ältesten germanisch-nordisch-slawischen Siedlungsspuren überhaupt in ganz Bayern ist und haben das natürlich dann auch gerade im Rahmen des eigenen Germanienkultes ein Stück weit nach vorne gedrungen. Es war halt, wie schon gesagt, einfach schick. Und dann kam in den 1960er Jahren Karl Dietl. Über den haben wir uns auch schon mal unterhalten, der wahrlich größte Heimatforscher, den wir im Fichtelgebirge gehabt haben. Der ist jetzt hergegangen, hat ja damals schon diese ganze These von wegen slawische Besiedlung ein Stück weit widerlegt. Das haben wir uns auch im Zusammenhang mit dem Münchberger Kloster schon mal genauer angeguckt und musste jetzt aber selbstverständlich dann ausgehend Duderfahr auch nach Zapf seine große Theorie mal kritisch beleuchten. Und das Ganze hat er dadurch gemacht, dass er am Waldstein groß angelegte Grabungen durchgeführt hat. Und das ist deswegen so spannend, weil das eigentlich in derer Zeit eine komplette Seltenheit gewesen ist. Dietl war kein ausgebildeter Archäologe. Er war Bahnbeamter und hat sich hobbymäßig mit der Geschichte beschäftigt, hat aber eben dermaßen große Expertisen gehabt, dass man ihm zugetraut hat, oben am Waldstein für knapp 14 Jahre lang eine professionelle archäologische Grabung durchzuführen. Und so ist es ihm jetzt nicht gelungen, entlang dieser von Zapf postulierten, angeblich wendischen wallstätte gigantische Strukturen aus der Erde herauszubefördern. Er hat Mauerreste gefunden, er hat sogar Körpergräber gefunden, dazu gleich später mehr. Er hat riesige Funde gemacht, Eisenfunde, Scherben etc. pp. Schlüssel, Nägel, Spielzeug sogar ist entdeckt worden. Aber er war eben auch dazu in der Lage, das Ganze ins Hochmittelalter zu datieren. Und deswegen ist er am Ende zu dieser bahnbrechenden Theorie gekommen, die mittlerweile absolut belegt ist, dass er gesagt hat: Das war keine Wallstätte, das war kein slawischer Tempelbezirk, das war nichts, das irgendwie in der vorchristlichen Zeit entstanden ist. Nein, das war eine Burganlage, die höchstwahrscheinlich im 12. Jahrhundert errichtet worden sein wird. Und so ist am Ende eben aus der Wallstätte des Ludwig Zapf die Ostburg des Karl Dietl geworden. Ja, geworden. Tatsächlich eine der ältesten bis heute erhaltenen Siedlungsspuren des Fichtelgebirges dasteht, aber halt nicht aus der vorchristlichen Zeit stammt, wie vom Zapf angenommen, sondern aus dem 12. Jahrhundert. Was hat jetzt der Karl Dietl entdeckt? Er hat herausbekommen, dass diese Waldsteinburg höchstwahrscheinlich eben schon im 11. Jahrhundert errichtet worden sein könnte. Genau konnte er das nicht sagen, so, dass er aber eben ihre große Zeit noch im 12. Jahrhundert gehabt hat. Und du damit rückt jetzt diese Ostburg, wie wir sie fortan nennen, sehr stark auch in die Nähe der eigentlichen Besiedlung unserer Region. Die hat begonnen ab dem 11. Jahrhundert ungefähr. Damals hatten wir ein sogenanntes Klimaoptimum. Das heißt also, es war mit einem Mal so warm, dass die Leute eben auch bei uns in der Mittelgebirgslage gut ihre Landwirtschaft betreiben konnten. Und so hat man angefangen, entlang teilweise schon seit gut 150, 200 Jahren existierender Straßen und Wegesysteme, die damals schon beispielsweise von Nürnberg nach Eger geführt haben oder von Norddeutschland nach Italien geführt haben, diese Region systematisch zu kolonisieren. Das und zwar die sogenannte Landnahme, die fränkische Landnahme. Ja, also quasi der Versuch, diese Region jetzt mit Menschen zu füllen, in Anführungszeichen dabei sind zwei Dinge elementar. Zum Ersten, wie gerade schon erwähnt, die Straßen wurden zuerst durch. Es ist also bei uns nicht so gewesen, dass die Leute raufgekommen sind, irgendwo gesiedelt haben und diese Siedlungen dann mit den Straßen verbunden wurden, sondern die Region war schon in der karolingischen Zeit ganz wichtig zum Durchziehen. Ja, das heißt, Menschen sind damals von A nach B gegangen, sind dabei durch das Fichtelgebirge durchgelaufen und haben dadurch ganz von selbst Wege etabliert. Die wurden niemals angelegt. Da gab es keinen großen Straßen. Bau, sondern wenn halt einer mal gelaufen ist und dann zwar später der nächste einer gegangen ist, dann haben sich Trampelpfade entwickelt, die sich noch immer breiter ausgebaut haben. Am Ende hat es vielleicht im Winter mal neu im Sommer ist der Schnee noch wieder geschmolzen. Dadurch sind diese Wege ausgewaschen worden und es entstanden die fürs Fichtelgebirge und den Frankenwald bis heute sehr typischen sogenannten Hohlwege. Ja? Diese Hohlwege allerdings waren für die Reisenden irgendwann sehr gefährlich, denn links und rechts haben sich die Placker und Heckenreiter auf die Lauer legen können. Der Ausdruck Hohlweg, lauerer Lauer ist bei uns bis heute noch in Benutzung in Anführungszeichen, wenngleich gleich eben für, für andere Personen, <laughs> nicht falsch verstehe. Und ähm, dadurch hat man jetzt natürlich kaum, dass dieses Klimaoptimum begonnen hatte und Menschen die Region auch nachhaltig besiedeln konnten angefangen, diese Wege absichern zu wollen. Dazu schickte man Dienstmanne, Ministeriale unter anderem aus dem bambergischen Raum ins Fichtelgebirge. Teilweise kamen sie auch aus der heutigen Oberpfalz oder zogen durch die Durch. Und so wurde das Fichtelgebirge am Ende eben ab dem 11. Jahrhundert aus zwei Richtungen schon fast groß angelegt kolonisiert. Diejenigen, die aus Bamberg kamen, haben sich an den Straßen orientiert und brachten ihren hochfränkischen Dialekt mit. Diejenigen, die über die heutige Oberpfalz raufgekommen sind, haben sich auch an den Straßen orientiert, haben aber eben ihren ganz eigenen Dialekt mitgebracht, der sich bis heute im sechsämterischen erhalten hat. Deswegen spricht man im Fichtelgebirge tatsächlich bis heute unterschiedliche Dialekte, beziehungsweise man kann sogar Song zwei verschiedene Sprachen. Fränkisch und eben das Sechsämterische, was sehr stark auch diesen, heute würde man sagen, oberpfälzischen Einfluss mit hat, mit dieser schönen diphthongbildung. Ja. Jetzt haben also die Menschen damals angefangen, diese Wege abzusichern. Es wurden kleine Infrastrukturen gebaut für militärische Nutzungen, sogenannte Turmhügel sind an den besonders neuralgischen Punkten entstanden, um eben einfach den Reisenden ein Stück weit Schutz bieten zu können. Aber es hat eben auch die groß angelegten Verwaltungsstrukturen gebraucht. Soll heißen, es brauchte, man kennt es vergleichen, so durch mit Landratsämtern, von denen aus eben diese Kolonisierung vorangetrieben und gesteuert worden ist. Und meine Vermutung ist. Dass diese Ostburg, die der Karl Dietl vor 60 Jahren entdeckt hat, eine dieser Strukturen ist. Aufgrund der Zeitstellung und eben auch aufgrund der weiteren Geschichte ist es für mich durchaus logisch, dass man sagt, die könnte damals gebaut worden sein im Rahmen dieser Landnahme. Und von dieser Burg aus wurden dann eben ganze Räume rund um den Weidstein systematisch kolonisiert von den Subunternehmen derer, die auf der Burg gekocht waren. Jetzt stellt sich die Frage: Wer war das? Ja, wir wissen, dass im 12. Jahrhundert, also etwas später, die Herren von Waldstein urkundlich auftauchen. Die handeln sich ursprünglich Herren von Heidstein und sind ungefähr aus der Region des heutigen Kam, damals noch auf einer gewandert. Meine These, die ich aber bislang nicht unbedingt wasserdicht belegen konnte, ist die, dass auch diese Herren von Heidstein Bestandteil dieser fränkischen Landnahme waren, ja, weswegen ich sie immer gerne mit in die Nähe der sogenannten Walpotenrücke, also eben der Gewaltboten, der Dienstmannen, die damals diese Kolonisation vorangetrieben haben. Und als jetzt ja diese Heidsteine sich eben diese Burg da oben am Waldstein entweder gebaut hatten oder sie eventuell von einer vorhergehenden Bewegung übernommen hatten, haben sie sich umbenannt. Damals war es ganz typisch, Burgen auf dem Berg zu bauen. Ein Synonym für Berg war schon immer Stein. Das heißt also, die Herren, die in dieser Burg lebten, waren die Herren vom Stein, das war eine ganz normale geografische Angabe. Das könnt ihr könnt euch aber natürlich vorstellen, dass es bei uns recht viele Steine gegeben hat. Insofern musste man das irgendwann besser unterscheiden. Und so hat man jetzt halt eben angefangen, diesen Steinen Attribute beizuordnen. Ja, es wurde der Grünstein, wo dann eben viel Wald war, wurde es der Waldstein. Teilweise ist auch der Vorname des ursprünglichen Gründers der Familie mit aufgenommen worden, der Eckebrechtstein, Ebrechtstein beispielsweise. Und so ist jetzt halt also aus dieser Familie von Stein, die dort oben ihre Burg hatte, die Familie von Waldstein geworden. Ghetto von Waldstein, der das erste Mal mit diesem Namen urkundlich erwähnt wird, war sogar im Gefolge Kaiser Friedrich Barbarossas unterwegs, was eben die These stützt, dass er jetzt nicht nur ein Kleinadliger gewesen ist, sondern dass er wirklich ein Ministeriale war. Also quasi einer, der im Auftrag des Kaisers diese Kolonisation der Region vorangetrieben oder eben überwacht hat. Was genau aus den Waldsteinen geworden ist, hat mein lieber Freund Reinhard Schmeitz sehr genau analysiert. Er hat sich mit der Genealogie dieser Familie unfassbar detailliert auseinandergesetzt. Knapp zusammengefasst komme man so. Der Ghetto hat drei Kinder gehabt. Die Kunigunde, den Rüdiger und den Arnold. Und spannend ist eben, dass der Rüdiger und der Arnold eigene neue Familien gegründet haben. Aus Arnold wurde später, als er vom Waldstab gezogen ist, Arnold von Hirschberg. Die Herren von Hirschberg sind insbesondere in der Schwarzenbacher Region ganz wichtig gewesen. Und Rüdiger, der ist ein bisschen weiter weggezogen, hat noch an der heutigen Grenze ein kleines Geschlecht mit Namen Spannenberg begründet. Ja, und das Spannende ist, den Rüdiger sei Sohn, der Blederweise auch wieder Rüdiger Kasen hat, der kam 1223 in das Areal seiner Großeltern, also der Herren von Waldstab zurück und nannte sich fortan nicht mehr von Sparrenberg, sondern von Sparrenhecke, sprich von Sparnig. Das bedeutet also, der große mächtige Bereich, den die Herren von Sparnig bis 1523 verwaltet und besessen haben, der leitet sich in gewisser Hinsicht schon aus dieser ursprünglichen Landnahme durch ihre Großelterngeneration durch die Herren von Weidstein ab. Und das ist wahnsinnig spannend. Die Weidsteinburg selbst bestand höchstwahrscheinlich, wie damals eben die Nutzung es vorgegeben hat, aus einem großen Gebäude, umgeben von einer Mauer. Das war dann im Übrigen die, die der Ludwig Zapp fälschlicherweise als wendische Weißstätte wahrgenommen hat. Dann gehörte dazu noch ein Bergfried, der sich wahrscheinlich auf dem Schüsselfelsen befunden hat. Und es gehörte dazu eben auch. Eine Kapelle. Und spätestens jetzt wisst ihr, wo diese Burg ursprünglich verortet war, denn ein Rest dieser Kapelle ist bis heute noch sichtbar. Da geht er immer durch, wenn der Rauf zur Schüssel läuft. Das ist diese einsame Mauer, die mitten im Wald steht. Auch das war ein Teil der Ostburg gewesen. Die Burganlage selber ist wahrscheinlich im 14. Jahrhundert aufgelassen worden, denn die Herren von Spanig als Nachfolger der Herren von Waldstein haben um 1350 die neue Burganlage weiter vorne gebaut, die Westburg, das sogenannte Rote Schloss, das sehr viel besser auch den neuen Anforderungen einer Grenzfestung entsprochen da hat als diese Verwaltungsanlage da hinten an der Schüssel. Und deswegen lesen wir zwar noch 1370 von beiden Burgen auf dem Waldstein, dann aber ist nur noch die Rede von der Waldsteinburg, also sprich dem Roten Schloss. Insofern muss die Ostburg irgendwann im 14. Jahrhundert einfach aufgelassen worden sein. Und gerade deswegen ist er eben auch durch Karl Dietels Forschungen dermaßen wichtig geworden. Denn, wie gesagt, er hat wahnsinnig viel gefunden, unter anderem eben auch Krüseler Puppen, also kleine Tonfigürchen, wo damals eine Münze vorne mit Wachs auf dem Bauch befestigt war, als Patengeschenk beispielsweise, Spielzeug, Schlüssel, Hufeisen. Ja? Es war also ein richtiges Leben da rekonstruierbares auf dieser Burg stattgefunden hat. Und er fand eben auch den heiligen Gral, könnte man schon fast sagen, der Heimatforschung im Fichtelgebirge, das sogenannte Votivrind. Eine eiserne Kuh, die damals wahrscheinlich von einem Bauern dem Schutzpatron dieser Kapelle als Votivgabe überreicht worden ist, damit der eben seine Kühe entsprechend beschützt hat. Der Patron der Kapelle war nämlich der heilige Wolfgang und der war halt unter anderem auch zuständig fürs Nutzviech. Ja. Das Spannende ist, die Kapelle ist länger erhalten geblieben als die eigentliche Burg. Die ist, wie schon gesagt, irgendwann im 14. Jahrhundert einfach verlassen worden. Die Kapelle wurde dann allerdings von Weißenstadt aus bis ungefähr 1430 weiter betrieben. Es gab sogar Kirchwein und regelmäßige Gottesdienste dort oben. Dann haben sie allerdings die Hussiten, die Anhänger des böhmischen Reformators Jan Hus, die damals sich eben rächen wollten dafür, dass die Kirche ja ihren Vordenker 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, zerstört, wodurch eben bis heute nur noch die Ruine davon übrig geblieben ist. Und jetzt hat haben wir natürlich noch ein ganz spannendes Ding zu klären, ein ganz spannendes Thema, das sind diese Körpergräber, auf die wir gerade noch schon mal eingegangen sind. Ich äh, darf glücklicherweise diese Fotos hier auch davon zeigen, die der Heinz Henschel gemacht hat, der damals nach Karl Dietl bei den Grabungen geholfen hat. Die sind bislang noch nie veröffentlicht worden, außer eben von mir. Ja, und ich kann sie euch hier einmal zeigen. Und da seht ihr eben auch drauf, der Karl Dietl, das ist der etwas beleibtere Herr der Glatze mit dem Heinz Henschel. Äh, und in der Mitte seht ihr also dieses eine Grab. Ja. Insgesamt gab es drei Skelette, die oben am Waldstein gefunden worden sind, die allesamt aus der Gründungszeit der Burg stammen. Das heißt, das waren Wahrscheinlich die ursprünglichen Besitzer dieser Anlage gewesen sein und eines der Skelette lag relativ nah an der Kapellenruine dran. Das Spannende dabei ist, es war in der Mitte geteilt. Das heißt also, das Becken und die Beine lagen ganz woanders als der Oberkörper. Und als das damals eben in der Zeitung publiziert wurde, dass dieses Skelett gefunden worden ist, da haben natürlich die Leute sofort gedacht: Ah, das ist ein Ritual gewesen. Da ja, hat man dem Menschen die Bar, oh, mit an der eben nicht mehr aufstehen kann im Jenseits. Das ist natürlich ein totaler Blödsinn. Der hat herausgefunden, die Kapelle bestand ursprünglich eben nur aus diesem rechteckigen Bau. Damals ist dann schon der Mensch dort bestattet worden und als dann eben einige Jahrhunderte später die Apsis ergänzt wurde, also dieser Chorbogen in gewisser Hinsicht, ne, dann hat man halt beim Ausheben des Fundamentes dieses Skelett entsprechend entdeckt und hat halt dann die störenden Teile raus und an einer anderen Stelle wieder beerdigt. Also sogar so mysteriös äh, ist es dann eigentlich auch nicht gewesen. Die Ostburg und ihre Kapelle gelten heutzutage durch Karl Dietls Ausgrabungen unter anderem eben als die besterforschte Burganlage Bayerns, was deswegen so spannend ist, weil mittlerweile eigentlich kein Mensch mehr was von ihr weiß. Denn nach Ende der Ausgrabungen hat der Kaltitel alles wieder zugeschüttet, was er mühsam ausgegraben hat, um dies eben auch für die nachfolgenden Generationen schützen zu können. Insofern ist das Einzige, was wir von dieser so bedeutenden Anlage, eigentlich dem ältesten Beweis für diese fränkische Kolonisation, der bis heute existiert, noch sehen, die Ruine der einstmals so wunderschön auch innen ausgestalteten Kapelle. Wenn ihr also das nächste Mal oben am Waldstein seid, dann wandert gerne einmal vom roten Schloss aus am Teufelstisch vorbei, ein bisschen weiter nach hinten in Richtung Schüssel und schaut euch dort einmal dieses Areal an. Große Teile davon sind mittlerweile leider nicht mehr zugänglich, weil der jetzt ja ein Naturschutzgebiet ist. Aber die Kapellenruine, die weist eben zurück ganz weit in die Geschichte unserer Region. Und wenn man die einmal anfasst und sich vorstellt, dass die jetzt seit ungefähr 1000 Jahren schon dort steht, dann wird man wirklich teilweise auch ein bisschen wehmütig. Und ich denke mal, man kann dann eben auch sehr gut diese Kraft ein bisschen nachvollziehen, die von diesen alten Gemäuern ausgeht. Und noch eine kurze Anekdote am Rande. Der Titel war selber niemals ein großer Freund von Volksglauben. Ja, er hat also gesagt, dieses ganze Geistergewäsch, das interessiert ihn nicht. Er ist ja Forscher. Er weiß also, dass Fakten am Ende das Wichtige sind. Und trotzdem hat er erzählt, dass damals bei der Ausgrabung, als sie da oben zugange waren, er einen älteren Herrn gesehen hat mit weißen Haaren, der an der Ausgrabung vorbeirauf zur Schüssel gegangen ist. Und nachdem er dann eben einige Stunden später immer noch nicht wieder zurück war, hat er seinen Sohn raufgeschickt, einmal nachzuschauen, der allerdings hat dann festgestellt, die Schüssel war leer. Wer also dieser ominöse Fremde war, der scheinbar spurlos im Wald verschwunden ist, das ist bis heute ein großes Geheimnis, aber womöglich hat eben der Kardidl auch bei der Ausgrabung der Burg das ein oder andere Mysterium überhaupt erst ins Rollen gebracht. Das werden dann vielleicht die zukünftigen Forschergenerationen noch nachweisen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken der zweiten vergessenen Burganlage auf dem Waldstein und sage bis zum nächsten Mal Servus und Ade